Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu dem neuen Earth. Neuer Spielmodus. Womit fange ich an? Ah, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Hier. Zu New Earth. Ich habe leider keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber es ist der echte Earth-Modus. Okay. Ich habe nämlich, also Riot hat ja veröffentlicht, dass sie New Earth machen, und zwar mit komplett den gegenteiligen Stats. Nix da. Komplett mit den gegenteiligen Stats, dass halt alles 100% mehr Mana-Kosten sind. Viel zu viel Cooldown Reduction, aber das war wohl nur April-Scheiße anscheinend. So, und was mich trotzdem ein bisschen irritiert, ist, dass ich Hecarim spielen kann. Auf Earth, weil der war ja eigentlich gebannt damals, in der normalen Earth-Phase, Ultra Rapid Fire. Und naja, also da der jetzt wieder da ist, ich weiß nicht, wie lange da ist, aber ich werde sehr viel Spaß mit dem haben. Earth ist halt einfach der Spielmodus, der letztes Jahr frischen Wind in die LoL-Szene gebracht hat. Es war einfach so geil, das zu spielen. Leider haben sie mir meinen AP Cyan verhauen. Also man kann AP Cyan natürlich jetzt nicht mehr spielen nach dem Rework. Der war ultra stark letztes Jahr im Ultra Fire Modus. Aber ich habe ja meine Windmühle. Einfach mal richtig geil. Gut, okay, gegen Teemo ist... Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich hätte woanders hingehen sollen. Ja, warum habe ich das nicht, gemacht? Boah. Alter, der Schaden, der angezeigt wird. The fuck, was ist mit dem los? Alter, ich merke das jetzt erst. Alles kein Problem. Ich merke das letztes, wir haben 808k Leben. Das ist ja fett. Die Minions haben auch so viel Leben. Wie viel Schaden wir machen? 99.000. Ja. Auf Wiedersehen. So. Ich freue mich, dass Earth wieder da ist. So. Wer nicht weiß, was Ultra Rapid Fire ist, das ist sehr, sehr schade, dass ihr das nicht wisst, aber das ist... Ich, haben sie hier nicht gezeigt, ne? Da, doch, hier. 80% Cooldown Reduction. Ich kann ja mal... Was kaufe ich mir jetzt? Natürlich Boots. Und natürlich die Boots. Und... Ach, was will ich mit Mana trinken? Was will ich? Ah, das. Voll verwirrt gerade. Healpots. So, was bringen die eigentlich? 150 immer noch. So, hier, da, kann ich mal öffnen lassen. 80% Cooldown Reduction. 25%. Ja, Tenacity ist eben nicht länger oder nicht so lang von Stunts oder von Crowd Control. Von Crowd Control festgehalten. Und was war noch? Attack Speed Bonus, genau, 60% Movement Speed. Das ist vor allem sehr gut für mich als Hackerin. Okay.
bin mir nicht sicher, ob das... Ah ne, das gibt normal 150k Leben anscheinend. Da hilft der Lebenstrank. Aber, Timo. So, holen wir uns Dragon? Wir holen uns Dragon. Wie das abgeht. Komm. Meine! Alter, ich kann meine W aktivieren, während sie noch aktiv ist. Das ist saugeil. Ich kann die einfach ununterbrochen aktivieren. Das ist einfach richtig fett. Aber Rise ist hart. Rise ist echt hart. Alter. Kill ihn! Alter. Oh, Rice. Der war ja auch gebannt, als Rapid Fire rauskam letztes Jahr. Das... Soll ich? Ach, ich gehe auf Trinity raus. Ich gehe auf Full Damage. Scheiß auf Tank. Wir brauchen keine Tanks. Ach nee, nicht genug. Nicht genug. Gold. Nee, Rapid Fire kam ja letztes Jahr raus und hat gleich von Anfang an Rice und Kassa. Oder nur... Ich weiß es nicht. Aber Rice war auf jeden Fall nicht drin. Den haben sie von Anfang an rausgenommen. Hagarim haben sie danach und Nidalee, glaube ich, gebannt. Weil... diese... Guckt euch das an hier. Das ist einfach... abartig. Ich kann meine Kuh spammen, ohne Probleme. Das ist echt nicht schön. So, was hat die Ult schon cool dann? 28 Sekunden, Alter. Weißt du was? Nein, die Lantern habe ich nicht gekriegt. Verdammt, jetzt wäre ich vielleicht gekommen. Alter, den Lifesteal, ey. Boah, Earth ist so geil. Ich hoffe mal, dass ich in nächster Zeit ein bisschen mehr Videos dazu machen kann. Aber ich weiß nicht, man merkt es bestimmt an der Lautstärke von meinem Gelaber. Irgendwie habe ich da ein paar Probleme zurzeit. Die werden sich auch wohl erst nächste Woche beheben. Frühestens. Weil ich wohl noch in was Bestimmtes investieren muss. Das krieg ich auch nicht hin. Los, renn, renn, du Sau, renn, du Sau. Oh, schade. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie schnell ich einfach bin, sag mal. So, Flash ist wieder da. Ich glaube, ich muss mal einen Tank nehmen. Ganz ohne wird schmoren. Alter. Ich hatte leider keine Ult, sonst. Naja, wäre das anders gelaufen. Aber Rice ist auch mächtig auf Ultra Rapid Fire, also da kannst du echt nicht viel gegen machen. Aufspringen drüber, los. Kassadin ist eigentlich auch übelst mächtig, weil er halt keinen Mana-Verbrauch hat. Das ist so der Hammer. Du kannst mit dem einfach überall hinspringen, ohne Probleme. Jedes Mal, wenn du die Ult hast, kannst du sie reaktivieren. Ich meine, die hat ja nicht viel Cooldown. So, und jetzt. Ich hätte eigentlich Teleport mitnehmen sollen. Aber wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich der gescheite Rapid Fire ist, wie er vorher auch war. War ein Versuch wert. Ich hätte früher die Ult zünden sollen. Was macht der Thresh? Warum geht er auf Tank? Du Thresh AD Carry. Musst du da machen. Wow. Oh, ja, wenigstens hat er getroffen. Aber das würde er nicht überleben. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er das nicht überleben wird. Jetzt habe ich doch. Oh, fuck. Das kann nicht wahr sein. Ja. Tschüss.
Alter, die Geschwindigkeit. Ich hätte echt einen Teleport mitnehmen sollen. Boah, Alter, ist das geil. Ich feiere das gerade so. Vielen Dank an Riot Games, dass Earth wieder da ist. Guck mal, wie die Nidalee, Alter. Nur noch am Rumjumpen, ey. So, alles kein Problem. Scheiß Timoko. Oh, fuck! Scheiße, das war jetzt ein bisschen bitter. Alter, Tanz! Das ist ja fett. Tanz of Damage. Boah, wie ich das feier. Jawohl. Alter, die Lux. Lux ist auch hart. So, aber ich habe Trinity Force. Ja, genau, gehen wir hier rauf. Bringt noch mehr Attack Speed. Attack Speed ist auch ganz wichtig. Alter, Nasus, wie viel hat er schon? 282, der wird böse. Sag ich doch! Fuck, Alter! Nidalee kannst du gegen Nasus voll vergessen. Boah, ist sie zerstört worden. Das ist einfach nicht mehr schön, ey. Das ist echt nicht mehr schön. Ja, du kannst ja mit Nasus fast so schnell wie ich hier laut deine Kuh aktivieren. Alles kein Ding. Das Pony kommt zurück. So, ich könnte mal meine Fähigkeiten ein bisschen upgraden. So, weiter geht's. Oh. Midlane geht ab, beziehungsweise Dragon geht ab. Der Timo-Pilz. Und schon die holen wir uns jetzt. Nein! Boah, ich kam nicht mehr weg. Hop, Thrash! Grab ihn! Jawohl! Von ihm weg! Nice! Oh, da kommt noch eine Lux. The next contender. Wow. Oh, es sollte da weggehen. Oh, der hat sich keine Homeguards geholt. Jawohl, drei Rod of Ages. What the fuck ist mit dem kaputt? Ah, Lunens Echo. Lunens Echo ist cool. Ich komme. Ich bin unterwegs. Meine Freunde. Das ist so geil. Alter, dieser scheiß Pilze, ey. Boah, Lifesteal. Ich hol mir jetzt einen Vamp-Scepter. Kannst du auch keinen mehr zählen, ey. So, wo war das? Hier. Zack. Gegen Nasus will ich nicht, der ist böse. Wow, fuck.
Rampage. An ally has been slain. Wow. Okay. Ja, ich weiß, dass ich fucking useless bin. Your turret has been destroyed. Ich bin fucking useless, wollt ihr mich verarschen? Ich gebe euch gleich fucking useless, ey. Ich brauche wahrscheinlich noch ein bisschen mehr für den Bloodthirster. Also ich bin tatsächlich schneller, wenn ich renne zur Base, als beim Porten. Das ist schon der Hammer, ey. So, wie sieht's da aus? Komm, rein. So geil. Das ist einfach so fett. Ich feier das. Ja, Nasus ist echt hart. Boah. Tschüss. So, jetzt hol ich meinen Bloodthirster. Die Frage ist, ob man noch durch den Jungle laufen soll bei dem Timo. Ich bin mir da nicht sicher. Was ist ein Nasus? Das ist kein Ding. Bin ich immer noch fucking useless? Ah, schade. Schade. Ich habe so viel Schaden gemacht. Fuck, war das geil. Oder fast wäre das geil gewesen. So, weiter geht's hiermit. Und hiermit. Oh, hab ich ja gleich. Los! Money, mach schneller. Geld, Geld, Geld. Ich brauch Geld, Geld, Geld. Ich brauch Geld, 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 Geld. Können wir ein Tor zerstören? Ah, okay. Sieht nicht so aus. Alter, ist der bescheuert. Infinite Damage, ne? Übel hart. Ja, aber das hat das auch ein Maximum an Stacks. Also Infinite nicht. Ich habe mir sogar überlegt vorher, ob ich Vega spielen soll. Das könnte hart werden. Auf Wiedersehen. Oh, fuck, Alter. Auf Wiedersehen. Der Typ ist so stark. Na, das ist so fucking stark, Alter. Das
Das kannst du keinem erzählen. Oh, wir haben Inhibitor zerstört. So, ich will mehr Attack-Speed. Ich habe einen 20 Sekunden Cooldown. Was juckt mich das? Das ist so geil, einfach nur. Pushing Power. Ja, nee. Pushing Power. So. Respect the calls. Alter, was ist mit dem Ryzen los? Ey, 10, 10, 7, 2 von den Kräften. Nicht schlecht. That's why you lose. Ach, komm, Jungs, ey. Habt euch nicht so. Das ist ein Spaßmodus. Da geht's nicht wirklich ums Gewinnen. Das, ich würde das hier jetzt nicht mit Ranked vergleichen. Wir gucken mal unser Teamkomp an. Da kannst du nicht das mit Ranked vergleichen. Meiner Meinung nach ist es hier auch nicht wichtig, auf Calls zu hören. Hier kann man machen, was man will, meine Meinung nach. Sorry, aber ich spiele sogar auf Full AD. Oder fast, zumindest. Verrückt, diese scheiß Timo-Kacke, ey. Überall scheißt er hin. So, wir pushen weiter durch, würde ich sagen. Der Wukong, der hält sich da schon auf. Boah, ich liebe diesen Spielmodus, ey. Aber ich bin ja nicht der Einzige. Oh fuck. Gegen Ryze ist ein bisschen. Gegen Ryze und Nasus ist ein bisschen. Wow. Aber wir haben hier einen Zzrot-Portal. Das sehe ich jetzt erst. Tschüss, verpiss dich, verpiss dich! Geh einfach, geh einfach! Jawohl, so muss das aussehen. Das ist Kassa auf Ultra Rapid Fire. Ich find's so gut. Weiter, geh, 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 weiter, weiter, weiter! Fuck. Alter, ich feier das. So, wo waren wir? Hier waren wir. Mm, so, ein Attack-Speed habe ich jetzt genug. Jetzt nochmal ein bisschen Damage. Ah, schade, nicht genug. Egal, nehmen wir. Oder? Critical Strike? Ich weiß nicht, wie die Critical Strike Chance ist. Ah ne, die deal nur mehr Damage. This unit deals tons of damage. No Poros were harmed in the making of this game mode. Nice. Wo bin ich jetzt useless, hä? Erzähl mir das mal. So. Jetzt bin ich noch schneller. Scheiß auf Flash, Alter. Ist in der Minute wieder da. Nice, Alter. Da rein will. Ah, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen laut. Ein bisschen übersteuert. Sorry, dass ich jetzt am Ende
ein bisschen weniger geredet habe, aber jetzt war ich so fokussiert auf Game Gewinn. Oh, Alter, der Spielmodus macht so einen Spaß. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist einfach nur der Hammer. Also, falls ihr LOL spielt, spielt Ultra Rapid Fire. Unbedingt, falls ihr das nicht schon längst macht. Aber das ist so fucking geil. Es ist einfach der Hammer. Ich hoffe, ich werde in den nächsten Tagen dann auch noch mehr Videos dazu bringen. Mal gucken. Aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. Finde ich ein bisschen schade. Liegt aber jetzt an der Tatsache hier, dass es mit meiner Hardware, mit meiner Aufnahmehardware ein bisschen Probleme gibt. Aber die kriege ich auch noch gebacken. Und würde sagen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Wenn es vielleicht wieder heißt Rapid Fire. Mal gucken, vielleicht heißt es auch Casual Play oder irgendein anderes Format. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dann.